Okay, it looks like Colton Herta or Gold. Iron drives right over the top of that car. And another example of how the safety screen is away for this one. PJ Miso wasn't using all the track, but look at that. Full throttle on an oval. Oh, a big crash. Justin Wilson and Tristan Vogt. Oh, boy, in Serbia. And Joseph Newgarden. Serbia's car really and Newgarden's car. Pocono mit Dallara, da habe ich in der Major-Serie jetzt mal unser komplettes Team abgeräumt von hinten. Ein guter Mann. In der Gelbphase, da habe ich gepennt, wirklich echt gepennt. Und die haben vor mir, der Leo und noch so ein anderer Typ, der Matthias Hübel, die hatten vorher schon einen Unfall und hatten ihren Fastrepair gezogen und waren gerade wieder aus der Box raus. Und haben ihre Reifen aufgewärmt und ich habe mir irgendwie in die Gegend geguckt und geträumt. Ist denn auch ein Fahrer hier, Patrick? Ja, aber nur visuell. Also will ich nichts mitfahren. Was? Aber warum das nicht? Ja, weil ich euch hier beobachten will. Das geht doch nicht. Und ich habe gedacht, das Rennen startet schon. Also letzte Kurve finde ich, glaube ich, noch ein bisschen vom Gas gehen, so, oder? Mit dem alten Dallara musste auf jeden Fall, glaube ich, in der letzten Kurve ein kleines bisschen hüpfen. Ein Bremsen macht die Felgen schwitzen. Was hast du für eine Zeit? Bin nicht gefahren. Du fährst nicht? Nö. Aber ein bisschen üben, oder nicht? Warum soll ich immer vor dir rumfahren? Das war langweilig. Also letzte Kurve muss auf jeden Fall vom Gas gehen. Mhm. Erste, ich gucke gerade. Also ich würde qualifizieren, damit du ein bisschen Feeling kriegst. Erste Kurve, glaube ich, auch. Ja. Also die mittlere Kurve, die kann man, glaube ich, voll gehen. Na gut, fahren wir halt eine Runde. Ja. Mittlere geht voll. Ob der Schutt wieder stoppen, Go? Morten Hansen, das ging nach Ulsenwalde. Fährt ihn noch mit hier. Boah, 340, ey, meine Fresse. Das krasse Autos, ey. 346. Das ist krank, die Leute, die solche Autos fahren, oder? Ey, die ganze Zeit, was meinst du, du hängst dann mit deinem Kopf da im Wind? So, das sehen so. Na, jetzt habt ihr doch diesen scheiß Balken vor der Tür. Seid ihr das neue IndyCar schon gefahren? Nein. Fahr das mal bei, wenn der Testserver offen ist. Die erzählen ja zwar immer, dass das nicht stören würde, aber dieser Balken vor der Nase, das ist das Schlimmste überhaupt. Ja, aber das ist unter der VR-Brille ist das nicht so schlimm. Monitor kannst du einstellen, was du willst, das Ding stört dich einfach und es nimmt dir genau in der Mitte irgendwie die Sicht. Ja, ja, am Motor ist gut. Also da glaube ich, was man probieren könnte, eventuell die Kamera sehr weit nach oben setzen. Ein Gritze. Lass mal gucken und. Good luck, everyone. Oh! Guten Tag, haben Sie gewünscht. Kelly Thomas. Du bist letzter von den Qualifizierern. Stehst direkt vor Morten Hansen. Ja, der Mac war bestimmt im Osten, du öfters bei der Osten bei dem Kino, oder? Was ist denn Morten Hansen? Kennst du die Osten-Bande nicht? Nee.
Er kennt die Ulsenbande mit, Alter, das, du musst hier die Ulsenbande reinziehen. Das ist Kult in der DDR gewesen. Das und der so, heißt so, oder was? Oder Morten Hans? Morten, na, die hießen alle Hansen und Holm Hansen und. Das war mega lustig. Jetzt sind wir ja dann drei Ossis gegen drei Wessis sozusagen. Oh. Ja. Sind erstmal nicht zu Spannung gekommen. Ach, das glaube ich nicht. Ah, oh, da ist der Matthias Maximilian Grabner. Guck mal, ist der nicht von der Kelly Family? Wer? Kelly, Thomas? Nee. Kann sein. Von der Kelly Gang. Stay behind. Oh, geht los. Das geht bestimmt den gleichen schönen Chaos. Ach scheiße, ich habe vergessen Zuschauer auszuschalten wegen hier Corona. Ja. Voll unrealistisch. Die winken alle, die Tribünen sind rappelvoll. Der Lara Test zählt doch nicht, oder? Nein. Ja, das habe ich gerade erzählt, aber neuerdings zählt es schon. ich komme rüber und hau dir aufs Maul, ey. Nein, das zählt nicht. Ja, das war so eine spontane Entscheidung. Ja, einfach mal, dass man mal wieder ein Rennen fährt zusammen, ne? Und ja, klar. Ja, klar. Das ist quasi jetzt angeboten hier. Obwohl ist halt auch, ne? Also tatsächlich so ein Indycar-Rennen macht schon Spaß, auch so ein, also so ein offizielles halt, ne? Ich wollte gestern mit Leo wollte ich der Lara Dash fahren, ja. Wollte aber lieber irgendeinen Braten machen zu Hause. Und sich hinsetzen, ja, und dann hat er mir irgendwas erzählt von irgendeinem berühmten Jazzmusiker so und so, von dem er sich wieder eine Platte gekauft hat. Aber ich muss sagen, Jazzmusik kenne ich mich leider nicht aus. Ja, ist. Ich kenne nur Helge Schneider. Helge Schneider ist auch Jazzmusik. Oh nein. Was ist jetzt passiert? Nichts. Er hat nur gefeiert, wie von Helge, glaube ich. Ja. Der Helge ist super. Ich war bei allen Filmen im Kino. Oh scheiße, ich hab meinen Spotter nicht an. Na, ich bin doch da. Ja, dann guck. Wie sieht denn der Mac aus? Also, wie der Mac aussieht, blau und gelb. Rien aber blöd. Wie er in echt aussieht, kann ich dir leider nicht sagen. Der hat das Foto noch nicht geschickt. Warte. Go, 2 liters remaining. Ich glaube, es ist grün. Ja. Okay, Abstand halten wir. Corona-Abstand. Ist das einer innen drin? Ich weiß nicht. Der ist ein Stück vor dir, ja. Aber der schlittert unten, der fliegt ab. Der ist frei. Ist es frei? Ja. Sehr schön. Ich habe jetzt mal auf Hubschrauberperspektive umgestellt. Oh, da hängt einer oben mit der Mauer. Der wird langsam. Mit Mauer kennt sich ja aus, wa? Wow, Scheiße, der ist der Nächste. Oh, der Nächste ist direkt in den Pit geflogen. Ja, ich weiß, das ist. Ich trau mich auch irgendwie nicht. Ich hab das Gefühl, das kommt gleich sowieso in den Fall. Da ja, gibt's doch keine Geldphasen, oder? Nee, aber das ist ja gerade das Schlimme. Das ist ja gerade das. Erinnert die. Nee, vor dir sind die. Ja. Ja, oh, oh, zack. Der hat den schön in die Botanik geschickt, gerade vor dir. Das ist der James Goody. Das ist mir scheißegal, wie der heißt. Achtung, nehm dir. Opa. Mac ist auch im Angriff hier. Mac. Scheiße, ich darf nicht abreißen lassen hier. Der Morten Hansen ist auch in die Box geflogen. Der liegt kopfüber da drin. Ich glaube, gewinnen wird schwer. Das ist Ovalrennen, das soll man nie sagen.
Aber die sind natürlich schon erheblich ein Stück weg. So, Bob Ross, der zweite führt, der ist einsam und verlassen, fährt er vor sich hin. Dahinter Kevin Sims. Nee, Sims. Christian, oh, Mike hat den Platz gut gemacht. Drei Plätze gut gemacht. Achtung, Mac, der schert wieder aus. Hier der Kollege James Bulli. Guck, wer noch einer. Zeig's auf. Was passiert? Nix. Du bist schon wieder letzter. Der ganz normale Wahnsinn. Immerhin ist er Tom in Top 10. Oh, Vorsicht, da steht einer an der Wand da. Wanda. Versuch. Was? Ist er ganz? Jo. Alles ruhig. Also wie viele Runden müsst ihr fahren? Boah, 36 Runden erst. 30 Runden? Easy, Randy. That's probably got damage to look. Thank you. Ich glaube, die Reifen geben einfach mal auf hier. Wieso fährt er in die Box? Wieso fährt der Drittplatzierte in der Box? Randy Minor, aber keine Ahnung, warum der dahin fährt. Vielleicht testet der Boxenstopps für irgendeine Höreraufgabe. Aber die haben es jetzt geschafft, dass an jeder Box ein paar Männer entstehen. Ne? Am Anfang hast du nur an deiner eigenen Box ein paar Leute gehabt. Gut, erinnert ihr, der fährt auch einen wilden Stiefel, der fährt öfters mal an der Mauer oben dran. Ja. Ist er da noch rechts neben dir? Der steht, der ist genau neben dir, ja. Jetzt ein Stück vor dir versetzt. Also die dänische Olsenbande ist zu dritt ausgestiegen, hier sehe ich gerade. Oskar Björnsen, Kevin Stimsen und Morten Hansen. Die haben sich komplett eliminiert. Egon, der Plan ist nicht aufgegangen. Jo. Scheiße. Oh. Achtung, hinter dir. Kommt jeder angeschossen. Der kommt voll schnell an da. Was soll das? Das ist ein Ungar. Ungar? Ein Ungar, der Arpad Lovasi. Ist der noch nicht richtig gekocht? Ist der Ungar? Der ist ein Ungar, genau. Ungarn ist ein mega geiles Land. Ich war 15 Mal zum Formel 1 da. Uha. Oh oh. Oh, komm schon. Muss da vorbeikommen an dieser. Achtung, der Arpad geht in Angriffsmodus. Jetzt ist er nicht hinter dir, nicht rüberziehen. Wow. Oh. Oh Mann, ey, weißt du? Vielleicht zieht er das jetzt nach vorne. Manchmal, da fehlt mir manchmal so der Mut, ne? Das sowas durchzuziehen. Oh Scheiße, ja. Okay, Achtung, einer dreht sich, Mac aufpasst. Oh ja, der liegt aber weit abseits der Ideallinie, also. Jupp. Wir müssen mal hier
jetzt noch ein Stück weiter weg machen. Boah, wieso rutscht mir das Auto so weg? Ich muss mal Visier abziehen. So, von oben, wenn man die, fast die ganze Strecke überblicken kann, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Boah, was? Jetzt sind wir fast in die Karre gefahren. Du wärst fast abgeflogen. Ich finde Jetta besser. Boah, zack, der ist in der Mauer. Achtung, jetzt kommt er nach unten. Das war knapp. Auf der Mauer, auf der Lauer. Lead is pit now. Achtung, Mac, der fliegt ab vor dir. Ja. Ich dachte, er wollte Box fahren. Das sind auf jeden Fall der Bob Ross ist auch in die Box gefahren. Die haben wahrscheinlich, der Bob Ross? Weißt du, was ich denke? Die haben vergessen, nach dem Quali zu tanken. Nee, das ist ja sowieso alles die Dings hier. Wo ist der? Ja, ja. Da hinter mir. Der ist weit genug weg. Jetzt müsste es sogar schon 7. oder sowas sein. Platz. Wow. Der Mac ist auch 7. schon. Jupp. Mac, du fährst meine Taktik vom Cheddar-Rennen. Genau so. Ist sehr schön, ja. Genau. Jetzt ist nicht mehr viel los hier. Hinter dir, Tom, die betteln sich noch. Schenken sich aber nichts vom Lied mehr. James Bully und der Kenny Thomas. Genau. Der Weiße muss doch vorher schon mal rausgeflogen sein. Der hat sich nicht gerundet, der hat mich nicht gewertet. Die sind beide 2 Runden zurück. Ah, okay. Also die waren beide schon mal nachtanken und den haben essen, bevor es weitergeht. Aber hier sind schon 8. Wir sind jetzt mittlerweile 5 Leute oder 6 Leute ausgelockt. Halbzeit. Doch schon. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt hier volle Pocono Distanz fahren. Oh ja. Was fahren die hier? 2 Stunden, glaube ich, in die Car? Das ist doch einfach nur krank. Ja, stell dir mal vor, du fliegst mit dem Ding hier mit 300 in die Botanik. Oha.
Ja, wieder Robert Wiggins. Ja, wie geht's ihm eigentlich? Der ist, ich weiß nicht, ob der dauerhaft behindert ist oder ob das nur vorübergehend ist. Aber der ist ja hier für Simracing mitgefahren im Winter. Was machen die da vorne? Voll die Spirenzchen, ey. Das ist der Ungar und der Josh Huihuis. Huihuis, der hat einen seltsamen Namen. Aus Carolina. Oh. Da hat sich gerade einer eine Bande verabschiedet. Waren es bloß noch 6. Der James Gully. Nee, der war schon 2 Runden zurück. Echt? Ja. Fünfter ist der Arpad Lovasee. Vierter der Josh Huihuis. Das ist doch hier kein Buch hier. Thiago Alves, Devin Sukup und auf Platz 1 liegt Christian Alexu. Bleib fest! Aus Indiana. Oh. Ja, was? Warst du das, Tom? Nein. Schade. Arschloch. Geh scheißen. Wow, was ist das? Der Arpad, das ist der ungarische. Oh, das werden die Reifen echt schlecht, so habe ich das Gefühl. Direkt hinter dir, der geht jetzt an die Seite. Achtung, direkt neben dir. Ja, ich habe den überrundeten, der. Dann gibt's jetzt hier Stoff. Der Kenny Tappes, ja. Der ist 2 Runden zurück. Der hat ja wohl frischere Reifen. Hast aber recht, die Reifen fangen jetzt langsam an mit rutschen, ja? Der ist immer noch da, der Kelly. Der ist direkt neben dir, ja. Mann, ich will doch einen Scheiß weg. Jetzt ist er hinter dir. Wow. Achtung, wow. Wow. Ja. Jetzt wird's kriminell. Jetzt wollte er irgendwas sagen, aber hat wahrscheinlich... Nee, jetzt wird's kriminell. Jetzt fängt er an, hinten auszubrechen. Ja, der fängt an zu übersteuern beim Gas geben. Aber ich glaube, beim 30-Runden-Sprint ist Boxenstopp nicht sinnvoll. Nee. Ich brauche einen Imbus, ich brauche mehr Flügel. Der Matthias Maximilian direkt hinter dir weg, der greift jetzt an. Ja. Der ist nicht überrundet, der ist. Müsste direkt in deiner. Boah, jetzt. 6 Sekunden müsstest du gut machen. Jetzt geht er vorbei. Der ist jetzt wieder vor dir. Boah, oh. Ich bin irgendwie hier so kurz vorm. Jetzt ist er wieder komplett hinter mir, jetzt hat er sich nämlich abgeschossen. Ich sehe es, der fliegt gerade, der macht gerade. 20. Überschlag. Ich hab's doch vorne rechts auch leicht erwischt, aber... Alter Verwalter, der wird jetzt erstmal einen Punktkreisel haben. Scheiße, die warten da. Also Mac, wenn deine Reifen noch gut sind, könntest du Chancen haben. Ah ne, 8 Sekunden, was ist los? Du bist kaputt? Nee. Aber 8 Sekunden? Der hat einfach nur kurz Schreckmoment gehabt, den man ausweichen muss, glaube ich. Ich hab einen kleinen Dätscher mitgekriegt. Ja, aber das reicht hier. Aber bei dir ist alles tipptopp in Ordnung. Also dein Auto, vorne der Flügel. Der hat einen kleinen Knick. Ja. Der Frontflügel. Da ist noch einer weg, glaube ich. Ja, der Drittplatzierte fehlt hier plötzlich. Boah, ey. Weg, du
bisschen muss fünfter. Muss da aufpassen. Du musst mega aufpassen beim Kurvenausgang mit Gas geben, ne? Ich dachte, du musst warten bis zum Ende hier. Du bist schon vierter. Und wenn die zwei vor dir so weitermachen, der überrundete Kelly Thomas und der Abhat Lavoisier, dann könnte es vielleicht mit dem Sieg doch noch klappen. Obwohl der Thiago Alves und der Christian Alexo, die geben sich keine Blöße hier. Ich würde mal so ein bisschen interessieren, wie viel die... Oh, Schüttekack, ey. Runde 25, also ist noch bald zu Ende. Ja. Kam der denn her? Der Bob Ross vor dir. Jupp. Der hat dich gerade überholt, ja. Ja. Der fährt im Moment die schnellsten Zeiten. Der fährt schneller wie der Vierte. Okay. Ist der in der Box gewesen? Nö, aber wahrscheinlich hat er erstmal in Ruhe seine Reifen geschont, um dann jetzt im Schluss große Attacke zu reiten. Cheater, kleine Reporten raus. Der Bobby. Der Bobby. Der Bobble. Aus Florida. Sonniges Gemüt, also. Was sagst du? Der kommt aus Florida. Ach so. Also der sitzt jetzt wahrscheinlich hier am Strand mit seinem Rick. Cocktail neben sich stehen und fährt uns platt hier, oder euch? Obwohl zum Tom, das schafft er nicht mehr. Nach drei Runden. Der Zweitplatzierte holt langsam auf den ersten auf. Boah, ich verliere zwei Sekunden hier, ne? Pro Runde. Das macht nichts. Kannst auch gerne drei verlieren. Die findest du heute nicht mehr. Ah, das ist ganz schön. Also. Ich bin echt mal auf die Reifen gespannt. Wie viele die weg haben. Also ich kann die mittlere Kurve auch nicht mehr voll gehen. Ah. 1,7 Sekunden langsamer als meine schnellste. Jetzt ist aufholt, ne? Führungswechsel. Der Thiago Alves ist in Führung gegangen. Vielleicht schießen die sich ja noch ab. Die betteln aber böse. Ja, wir haben sich abgeschossen. Zack. Nee, hä? Why, guy? Zumindest hat der Meister hier Thiago Alves in die Mauer geschickt. Oha. Yeah, sorry about that, bud. Okay. Letzte Runde. Oh, ich bin wieder am Treppchen. Ja. Treppchen. Podest in Pocono. Das reimt sich. Was? Podest in Pocono. Pocono. In Pocono. Oh, aber was der, guck mal, der Viertplatzierte, was der aufgeholt hat jetzt die letzten paar Runden. Der Bobby. Der hat sich seine Munition bis zum Schluss aufgehoben. Ich fahre hier nur auf Felgen, ey. Mit Reifen von Pneumant. Boah!
Yes! Good race. Yeah. Boah, wer hat's denn da gescheppert? Das war der Bob. Der Bobby? Der gerade, der hat wahrscheinlich auf den Sprachknopf gedrückt und hat dann wahrscheinlich Lenken vergessen. Passiert mir auch manchmal. Na, beim Chatterrennen nach der Ziellinie, da bin ich auch Sieger hinten drauf gebrettert, volle Kanne, und der konnte dann bei eurer schönen Siegerparade nicht mitmachen. Ich war da noch so. Die Boxeneinfahrt zum Kuckuck? Ich war da so im Tunnel. Aber der Geschwindigkeit ja kein Kunststück, oder? Oh, das war. Also, das war echt eine zähe Angelegenheit in der Karre. Zumal ich mit dem Frontvibri überhaupt nicht zurechtkomme. Okay. Pass mal auf, ich jetzt hier einparke, liebe Freunde. Ich zeig euch das mal hier. Wir passen. Ja, oh. Fast. Ja, mach mal. Ja, es ist, geht doch. Fast. Komm mal zu, ich versuch's mal irgendwie. Aber hast du nicht viel Platz in der Boxengasse, ne? Yes! Aber nicht angeschlagen, siehst du? Dafür hängst du in der Luft in deiner Fuddelkiste. Das sieht aus, als hättest du keine Kraft mehr. Ja, hat nicht mal Bodenberührung. Bam. Deine Reifen haben wahrscheinlich nicht mehr Haftung genug für einen einständigen Burnout. Ich guck mal, wie viel die haben. Tires. Ja, 100%. Siehst du. Der Lachs. Aua. Aua. Oh boy, it's Serbia. And Joseph Newgarden. Wow, Serbia's car really and Newgarden's car.